So, Leute, hallo und herzlich willkommen zurück auf Andiana TV mit Subnautica Below Zero. Heutiges Ziel ist, zum einen die Wände drüben im anderen Anbau noch ein bisschen zu verstärken, damit wir da keine Probleme mit Wassereintritt und so weiter bekommen. Das wird jetzt das erste sein, das ist aber auch ruckzuck erledigt. Ich habe hier im Inventar schon alles entsprechend vorgeplant. Ich brauche insgesamt 7 Wände. Dafür müsste mein Titan und auch das entsprechende Lithium hier einmal komplett aufgehen, das werden wir gleich machen. Und dann fahren wir mit unserer Kugel, mit unserer Seebahn Express-Dingens einmal hier zur letzten Position der Pilotin. Ihr habt es in der letzten Folge eventuell mitverfolgt, ja, wir haben da den Frachter ausgeräumt, aber nur zum Teil. Wir brauchen dringend Diamanten jetzt, um die nächsten Dinge zu bauen. Und da würde ich gerne mal weiter runtertauchen wollen, um zu gucken, was wir denn da so für Dinge finden. Ja, also wir brauchen Diamanten, um zum Beispiel den Laserschneider zu bauen. Und ja, Bastian, dankeschön für dein Follow, dankeschön. So, pass auf. Dann gehen wir mal hier rein und machen diesen hier. So. Einmal hier. Was sagt er mir hier? Plus 7 Hüllenstärke. Nun bei plus 59. Also das sieht ganz gut aus, ne? Plus 66. Da ballern wir jetzt einfach mal ein bisschen was rein. Von unserem mühsam... was? Wieso? Wieso? Was? Wieso kann ich hier nichts hinbauen? Die Wand ist doch frei. Machen wir mal hier weiter. Das ist etwas schade. Liegt das jetzt an diesen... an den Töpfen, die da stehen, oder was? Na? Ich esse gleich mal eine hier. Oder zwei. Probieren wir nochmal. Nee. Das liegt an den Töpfen hier. Da haben wir noch eine Wand. Wieder nichts hingebaut. Plus 94. Okay, also grundsätzlich reicht es jetzt erstmal. Ich wollte aber eigentlich hier unten alle Wände verstärken, weil ich auch weiß, dass ich hier nicht mehr seitlich rausbauen möchte oder so. Das mache ich, wenn überhaupt, dann hier irgendwo, dass ich noch seitlich irgendwo rausgehe, wenn ich was erweitern möchte. Weil, tatsächlich, pass mal auf, da wollte ich auch schon längst mal gucken. Dieser Kontrollraum. Was hat es denn mit dem Kontrollraum auf sich? Und was brauche ich dafür? Hier. Brauchen wir Glas, Titan und einen erweiterten Kabel. Das ist ja eigentlich nichts, ne? Eine Operationszentrale zur Beobachtung und Verwaltung der Energieversorgung, der strukturellen Integrität und des ästhetischen Designs einer Basis. Das klingt doch eigentlich okay, ne? Und wir haben das Zeug... haben wir. Ja, was wir dafür brauchen. Ich pinne das mal an. Einmal anpinnen. So. Stahlbarren. Fundament. Ein verstärktes Basisfundament. Wann brauche ich das denn? Fragen über Fragen. Können wir auf jeden Fall nochmal ein Stück weiter bauen, ne? Mit einem Glassegment auch oder so. Also Kontrollraum ist interessant. Observatorium. Emailliertes Glas, da brauchen wir, wie gesagt, Diamanten. Ein Scannerraum haben wir ja schon. Das ist der normale Mehrzweckraum. Okay. Und so eine, boah, Mehrzweckraum-Glaskuppel, das ist halt schon cool, ne? Aber auch hier brauchen wir emailliertes Glas. Also ja, da wird es dann halt schwierig. Aber so einen Kontrollraum könnten wir uns doch noch irgendwo hinballern, oder? Was meinst du? So, hier geht es in unseren Scannerraum. Und da kann ich eigentlich ja komplett durchgehen. Da könnten wir hinten dran noch den Kontrollraum, aber den... würde ich ganz gerne unten
in den anderen Bereich reinbauen oder hier, so mittig, zwischen die Hauptgebäude. Das macht doch eigentlich auch Sinn, oder? Könnte ich den hier hinbauen? Zeigen wir ganz kurz, Kontrollraum. So, muss ich den von außen eventuell? Oder brauche ich erst ein Zwischenstück? Das kann auch sein. Warte mal. Machen wir mal was aus Glas. Also, sehe ich jetzt hier auch wieder nicht. Ich glaube, ich muss das von außen machen. Lalalala, wo ist der schnellste Weg? Wo geht's denn hier nach außen? Pass mal auf, wir gehen mal runter. Cool, ne? Sehr cool. Könnten wir hier am T-Stück, würde das halt ganz gut passen, ne? Das machen wir jetzt mal schnell so zwischendurch, ne? Ihr wisst ja, ab und zu muss man mal ein bisschen experimentieren. Zeig mal, wie... Halt, Moment, ich war schon richtig. Was ist denn, wenn ich hier... Was? Was ist das? Wie baut der denn das da hin? So will ich's doch. Zeig mal ganz kurz Kontrollraum. Nee, da brauche ich erst noch... Da muss ich was zwischenbauen. Scheinbar. Dann nehmen wir aber wieder Glas, oder? Ich brauche zweimal Glas. Das holen wir uns schnell. Und jetzt müsste doch hier dann eigentlich... Bleiben wir oben. Kontrollraum. Kann ich den hier nicht einfach dran zimmern? Stehe ich im Weg oder was ist das Problem? Ich weiß gar nicht, wo da der Eingang ist. Ist das hier? Und sind da Stelzen dran oder was ist das? Nö. Der schwebt hier einfach so. Kann ich das vielleicht erst machen, wenn der Durchgang dran ist? Das müsste ich doch da dran bauen können, oder? Hm, probieren wir aus. Ich würde jetzt hier mal... Wir holen mal Glas. Die Wege sind ja kurz. Für Glas brauche ich Quarz, ne? Ja, zweimal. Und ich brauche... Nee, nicht anpinnen. Und ich brauche zweimal Glas. Das heißt, ich brauche jetzt viermal Quarz. Oh, ich habe gar nicht mehr so viel. Sehe ich gerade. Können wir bei Gelegenheit auch mal wieder ein bisschen was einsammeln. Na? Das habe ich rausgeklickert. Da. Eins. Und zwei. Das bauen wir jetzt einfach mal. Wir können es ja wieder abbauen, sollte es nicht so sein, wie wir es uns jetzt vorstellen. Wird schon wieder Nacht? Meine Güte. So, einmal Glasdurchgang. Und jetzt zeig mal hier, Kontrollraum. Geht nicht. Es geht halt einfach nicht. Komisch. Was kann ich jetzt dann hier noch anbauen? Hm. Macht vielleicht sogar Sinn, ne, so ein Ding nochmal dran zu bauen. Pass mal auf, jetzt probiere ich das mal. Und geht jetzt hier der Kontrollraum rein? Ja, Ich muss den doch irgendwie mit meiner Base verbinden können. Das gibt's doch nicht. Mal auf, gehen wir mal dahin. Das ist ja eigentlich auch so ein Anschlussstück. Nö, auch hier. Geht nicht. Komisch. Titan mal zwei. Also hier nochmal so ein, generell so eine Abstütze zu bauen oder so eine Abzweigung, glaube ich, macht schon Sinn. Das macht, glaube ich, schon Sinn. Und dennoch lasse ich es jetzt erstmal so. Hm,
Ich bin mir jetzt tatsächlich unsicher, warum das hier nicht funktionieren möchte. Mit unserem Kontrollraum. So, hier würde er sich einfach so platzieren lassen. Das ist ja im Endeffekt ähnlich wie unser Raum hier drüben, ne? Unser Scannerraum. Da war es genauso. Aber den konnte ich dann hier halt einfach anbauen, ne? Den konnte ich hier dann einfach anbauen. Und von der Form her sind die sich doch eigentlich ähnlich, oder? Hier steht nur nichts weiter. Ich will jetzt auch nicht zu viel Zeit damit verplempern. In Anführungsstrichen. Verplempern. Muss ich da vielleicht von oben rein? Ne, aber das sind doch Türen an der Seite. Ist doch genau wie beim Scannerraum auch. Das ist doch genau wie beim Scannerraum auch. Der Kabelsatz Glas. Ich könnte den jetzt hier komplett bauen. Wir schauen uns das jetzt mal an. Wie sieht denn der aus, wenn der fertig ist? Achso, Moment, was fehlt mir denn? Titan, erweiterter Kabelsatz, Glas. Ach, das ist ein normaler. Ich brauche den erweiterten Kabelsatz. Okay, komm. Ich vertage diese Sache. Den Kontrollraum werden wir uns demnächst nochmal geben. Ich muss mir da mal, ein bisschen reinlesen, was da Voraussetzung für ist. So, pass auf. Bisschen essen könnten wir noch, ne? Bisschen was essen, bevor wir aufbrechen hier. Zur Pilotin. Zumindest zum letzten Standort der Pilotin. So, dann nehme ich mal nicht die Blasenfische, dann nehmen wir mal die hier. Ich habe das Messer schon gezückt. Machen wir mal zweimal Fisch. Und dann essen wir noch ein paar Nüsse dazu. Und dann sollten wir eigentlich gut gerüstet sein. Dann schauen wir noch mal, ob wir... Welcome aboard, Captain. Dann schauen wir noch mal, ob wir irgendwie Energiequellen noch brauchen oder dergleichen. Das können wir gleich mal gucken. Wie ist denn hier der Ladestand? 68%? 100%, okay. Und wir haben ja eine dabei, ne? Die haben wir ja vorhin eingesteckt. Wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, einmal Energiezelle, zweimal normale Batterie. Passt, jetzt machen wir uns die Fischis noch. Schmackofatz. Wieso klappt das mit dem Kontrollraum nicht? Das irritiert mich jetzt tatsächlich. Ich könnte jetzt sagen, okay, gerne Tipps und so weiter. Aber so wie ich mich kenne, werde ich das in der nächsten Folge eventuell schon lösen. Und bis diese hier online ist, bin ich in-game schon wieder so weit, dass mir die Tipps dann wahrscheinlich nichts mehr bringen. Aber ja, schreibt mir gerne mal Informationen dazu, was zu beachten ist. Vielleicht bin ich dann ja an der Stelle, wenn ich diese Folge hier online stelle, noch nicht so weit. So, jetzt packen wir ein bisschen aus. Lithium haben wir hier. Packen wir rüber, weil wir nehmen natürlich jetzt nicht alles mit, ne? Ist klar. Kupferdraht und Kabelsatz. Wo ist mein sonstiges? Hier. Oh, der ist schon voll, verdammte Axt. Dann machen wir mal Folgendes. Wir machen uns nochmal einen Spind. Wie viel waren denn das? Wie viel... Brauche ich denn da? Zweimal Titan. Hä? So kann ich den hier nicht hinbauen. Hier geht nichts. Hier schon. Komisch. Ja, dann stellen wir ihn hier hin. Ist ja egal. Jetzt halt da nur einer hin. So. Und, wie nennen wir den? Mal schauen, was mir da einfallen lässt. Eins, zwei. Das würde ich da auch reinballern. Komponenten oder wie nennen wir den? Ich glaube, das passt, glaube ich, ganz gut.
Ich will schreiben. Komm, Pop. Ja, ein N geht nicht mehr. Komponente! So. Dann lassen wir das hier drin. Den Rest nehmen wir jetzt hier mal mit. Sieht gut aus. Also wir müssen schauen, dass wir Diamanten demnächst mal finden. Ne? Und das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Als Nebenaufgabe für uns. Eins trinke ich gleich noch. So, jetzt sind wir eigentlich ganz gut dabei, ne? Wir sind eigentlich ganz gut dabei. Jetzt speichern wir hier mal zwischendurch. So, und dann geht's los. Wir fahren jetzt rüber. Denn alles, was wir jetzt erweitert bauen würden gerne, also sprich entweder das Teil für die Seebahn, dieses Aquariumabteil, da brauchen wir Diamanten für. Wir brauchen für den Laserschneider Diamanten. Und also das ist jetzt so der nächste Schritt, würde ich sagen. Dass wir in den tieferen Gewässern nochmal nach diesen Dingen suchen. Und da es so richtig tief scheinbar da drüben runter geht, fahren wir jetzt nochmal rüber zur letzten bekannten Position der Pilotin. Was ist das? Das ist nur wieder so ein Einzelteil für etwas, ups, was wir eh schon haben. Und vielleicht können wir diesen Story-Part, nenne ich es jetzt mal, ja, Pilotin, letzte bekannte Position, weil das ist offensichtlich der rote Faden der Story, dass wir hier einfach gucken, vielleicht können wir da so weit runtertauchen, dass wir an diese Position hinkommen, ja. Das wäre jetzt mal so ein bisschen der Ansatz. Oh, hier hängt schon wieder Lithium rum. Damit, da war doch gar nichts. Was ist da los? Ich habe nichts überfahren. Dass wir einfach mal gucken, dass wir da ein Stück weiterkommen. Und Lithium würde ich jetzt hier nicht aufsammeln, auch wenn ich sehe. Einfach aus dem Grund, weil sonst die Taschen wieder so voll sind, dass wir dort, wo wir jetzt hinkommen, eventuell dann nichts mehr einsammeln können. So. 88%. Oh, guck dir das an. Was hier wieder alles rumliegt. Lithium, Quarz. Brauchen wir alles, ne? Also auch dieses Biom hier ist richtig gut für Lithium, ne? Oh, was ist denn? Achso. Der hier wieder. So, jetzt gehen wir da schon mal ein bisschen runter. Wir sind noch nicht mal auf 100 Meter. Du siehst halt nichts, ne? Ist ja richtig düster. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, in welchem Biom... Oh, jetzt bin ich schon fast auf 150, so schnell geht's. In welchem Biom ich... Ja. Wo ich Diamanten finde, ich weiß es tatsächlich nicht. Hallo. Ich muss das hier ein bisschen im Blick behalten. Oder ist wieder so ein... Ich habe mich vorhin so elektrisiert, oder? War das der Typ? Sieht haifischmäßig aus hier, ne? So, wo sind wir denn jetzt hier? 50 Meter nur? Okay, da gehen wir jetzt raus. Wir sind auf 142. Ich speichere nochmal, ne? Weißt du Bescheid? So, und wir gehen da jetzt straight einmal hin. Auf geht's. 20 Meter? Ach so, das ist hier... Das ist hier ja gar nicht irgendwie ein spezieller Punkt. Wir tauchen hier mal rein. Tauchflasche mit ultra hoher Kapazität. Ja. Sehr gerne. Nehme ich mit. Oh, was hier alles? Moment. Oh, was ist das? Moment. Was ist denn das Rote hier? Rubin! Scannen. Alter, hau ab! Nein! Du kriegst meinen Scanner nicht! Wo kommst denn du jetzt her?
mitnehmen. Rubin hatten wir auch noch nie. So, ein bisschen Luft holen. 81. Oh shit, ey, wo bin ich überhaupt hergekommen? Hier. Kenn mich nicht mehr aus. Coole Höhle hier, hä? Huh? Was ist denn das? Nein! Hau ab! Nickelerz. Das? Ein Gelsack! Verschwind. Oh, 33%. Wo sind meine... Shit! Da! Seebahn nicht mehr gefunden. Oh shit, 20%. Bin ganz schön weit weg. Geh jetzt bitte nicht drauf. Oxygen. Oh. Wir speichern wieder. Und gehen wieder rein. Oh, jetzt haben wir richtig gute Sachen gefunden, die wir so noch nicht hatten. Wir haben einmal den Gelsack. Den kannst du sogar futtern. Wir haben zweimal Rubin. Gold war klar. Nickelerz ist auch neu. Stark, da müssen wir dann echt mal gucken, was das alles jetzt bringt. So, wir gehen da nochmal hin. Ich kann leider nicht näher ran mit meinem Fahrzeug. Ich gehe genau wieder an diese Stelle. Ist da noch was? Tatsächlich. Nachbrennermodus. Was? Modul? Modus. Unter 2. Ah, da ist der Typ wieder. Lanzenkelch. Direkt wegdrehen, wenn der kommt. So, hier waren wir gerade, ne? Genau, da haben wir gescannt. Jetzt hole ich mal Luft. Dingens. Haben wir auch noch gescannt. Die ganze Zeit schwimme ich daran vorbei. Da ist nochmal so ein Sack. Titus, dankeschön für dein Follow. Danke. Titus. Da unten gibt es nochmal Luft. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich wollte nur Luft. Wo kam der denn jetzt her? Wo ist meine fucking Seebahn? Da oben. Ich muss mich mal schnell erholen von dem Schock. 45. Oh, da kommt Titan um die Ecke und ich kriege hier den Haihappen. Ich markiere hier den Haihappen, so muss man sagen. Na komm, einmal Einstieg. Der hat uns ein bisschen zugesetzt. Also so wild war es gar nicht, ne? Dafür, dass wir direkt in seine Mandeln geguckt haben. Da haben der Axt, ey. So kann ich hier nicht tiefer runter. Das ist eine coole Höhle da. Ich will da unbedingt wieder hin. So, wir speichern nochmal. Auf geht's. Da ist er, oder? Ich weiß nicht, ob der... Der hat sich nur verschwommen, oder? Der ist da eigentlich nie in dieser Höhle. Das war reiner Zufall gerade. Was ist denn hier los? Kupfer? Nee, nee, komm. Da ist noch was. Einmal den Gelsack und hier können wir wieder scannen. Was? Wärme was?
Wärmereaktor. Krebs-Wärmereaktor. Eins von zwei. Oh, jetzt wieder was zum Scannen. Richtig viel Zeug hier. Ultra hohe Kapazität. Wie viele Teile haben wir jetzt davon? Zwei von drei. Komm, das letzte finden wir auch noch. Was da hinten? Ein Rubin, oder? Oh, eine? Wie geil. Immer her damit. 72. Oh, gibt's hier nirgends Luft? Ich brauche Luft, Leute. Da hinten. Ich bin auf 250 Meter. Da ist noch was. Ah, ist wieder dieses Wärmeding. Komm, scan's doch jetzt! Nein! Hau ab! So, wo ist meine Bahn? Da hinten. Salzsäure? 66%. Der hinter mir her? Scheiße. Okay, ein Rubin. Was ist denn das hier? Quarz. Dachte ich schon, das wäre vielleicht ein Diamant. Hier kann ich nochmal scannen. Zugkraftmodul. Wo ist denn meine Seebahn? Kenn mich mal aus. Hä? Hier. 39. Wenn du immer so leicht in Panik verfällst, weil du genau weißt, scheiße, ich brauche halt einfach Luft. Das ist so eine beklemmende Situation dann auf einmal. Wir speichern mal schnell. Essen, trinken, warte mal. Wir trinken mal was. So, jetzt haben wir jede Menge Rubine auf einmal. Wir haben den Gelsack und wir haben einiges gescannt. Aber ich möchte trotzdem da nochmal runter, weil mir fehlt das letzte Teil für die Flasche mit der ultra hohen Kapazität. Ah, jetzt schwimmt er natürlich genau da unten rum, der Larry. Der Larry! Oh. Jetzt bin ich hier wieder außer Strom. Okay. 78. Ich muss einfach raus. Ich muss auf gut Glück. Boah. Alter, schau dir den Wal an. Ja, der will mich jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob die was tun. Keine Ahnung. Die sehen auf jeden Fall mega gut aus. Jetzt gehen wir mal in die Richtung da so runter. So, hier glaube ich waren wir noch nicht. Was ist das zum Beispiel? Kann ich das scannen? Nö. Da ist doch was! Wuff! Hakenarm für den Krebs. Hier ist halt nirgends Luft, ne? Was ist denn das? Auch Quarz. Fliegendes, schwimmendes, whatever Quarz. Hier. Oh shit, was kommt denn da geschwommen? Was bist denn du? Spannend. Das ist echt spannend, Leute.
Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt übers Video, aber das ist echt spannend. Ja, wir können hier ruhig mal ein bisschen weiter rüber vielleicht noch. Ja, aber ich muss schon in diese Höhle da unten wieder rein, ne? Ich weiß nicht, was das hier ist. Da können wir auch mal gleich noch hingucken. Aber primär möchte ich jetzt da nochmal hin, um zu gucken, ob ich dieses letzte Teil... Hier sind schon drei neue Sachen. Warte mal. Nö, da war nix. Hier. Krebswärmereaktor. Fahrzeugerweiterungen. Kyanit. Polyanilin. Ja klar. Okay. Den können wir mal... Können wir den Raum mal schnell noch abpinnen? Wollte ich vorhin schon machen. So, und was kommt jetzt hier noch? Ach, hier. Okay. Salzsäure und Gold. Höhlenknospe. Salzablagerung. Okay, das waren die zwei Sachen. Okay. So, pass auf. Wir sind auf 137. Wir können noch ein bisschen runter. Ups. Nein. Das wollte ich nicht. So, jetzt. Ja, komm, gehen wir noch ein bisschen höher, ne? Das ist hier gerade auch so auf... Oh, guck dir das an. Oh, ich habe gerade gespeichert, ne? Hey, wer bist denn du? Bist du ein Guter? Oh, guck sie dir an, ey. Riesenhafte Viecher. Krass, oder? So, jetzt hol ich nochmal schnell Luft und dann schwimme ich nochmal runter. Der Böse ist auch schon wieder da. Da muss ich hin. So, auf geht's. Noch Strom drauf auf der... Ja, ne? So, jetzt schwimmen wir da nochmal so durch. Und gucken uns hier nochmal um. So, hier haben wir gescannt. Da hinten waren wir auch. Hier links waren wir durch, da haben wir gescannt. Schwimmen wir mal da nochmal rein. Muss mir auch die... Was ist denn das? Hallo? Kreaturenei. Nehmen wir mal mit. Keine Ahnung, was für eins das ist. Muss auch die Pflanzen hier immer wieder mal ein bisschen... 96% haben wir noch. Gibt's denn hier irgendwo Luft, bitte? Ein Rubin. So, da haben wir wieder was. 80% habe ich noch. Der Schwarmwurz, natürlich. Da ist nochmal so ein Säckel. Sogar zwei. Oh shit. Was will er denn schon wieder? Ich bräuchte Luft, Leute. Wieso findet man hier keine Luft? Was ist das denn? Hallo? Das ist einfach... Wir bauten da eine Lampe hin. Da sind noch mehr Lampen. Okay, da vorne ist Luft. Komm, da gehen wir jetzt mal ein bisschen Risiko. Oh shit, da ist der Kollege wieder. Habe ich den nicht gehört? Was? I don't even know who you are. Auch Luft. Die Margaret! Great. Can I come in and warm up? What part of go away do you not understand, Altera? I'm not with Altera. Okay, kann ich jetzt rein oder nicht? Muss aber erst Luft holen, ne? 33. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich da irgendwie... Warning. 30 seconds of oxygen remaining. ...nochmal Luft finde oder nicht, ja. Aber da muss ich reinschwimmen.
Pass mal auf. Letzte bekannte Position. Ja, das war jetzt schon Thema auf jeden Fall. So, wir haben wieder irgendwas eingesammelt, deswegen speichern wir hier nochmal. Wir sind bei Minute 35 jetzt in der Aufnahme. Leute, das wird jetzt ein bisschen länger. Jetzt versuche ich mal straight diesen Punkt wieder zu finden. Das wird schwer genug. So, hier nach rechts. Und da vorne nach links. Genau, da unten ist die Lampe. Und da müssen wir dran vorbeischwimmen. Da hinten war nochmal Luft. Scheiße, der bewacht hier ein bisschen so den Eingang anscheinend. Musst du jetzt einfach mal durch. Komm, schwimm weiter. Oh, hier. Oh, Wahnsinn. Da ist eine Station. Kann ich da rein? Wir sind bei 108. Ich habe noch genügend Luft. Ist hier irgendwo ein Eingang, bitte? Oh, ich kann alles scannen. Wo geht's denn hier rein? Hier? Ach, das ist unter Wasser. Scheiße. Nee, das ist eine Scheibe. Wo ist denn da ein Eingang, bitte? Los. 105 haben wir. Muss ich unten rein? Hä? Oh, wie gut. Jetzt bleib doch mal oben. Ich punche im Wasser. Leiter benutzen. So, jetzt. Alter Vater. Hol den Scanner raus. Jetzt geht's rund. Umgebautes Krebs-Exoskelett. Freigeschalten. Okay. Tauchdock. Einmal komplett den ganzen... Alter, wie gut. Ach, leider benutzen. Okay. Tauchdock freigeschalten. Ja, Mann! El Homo! Dankeschön für dein Follow! Dankeschön! Geiler Name, Mann! Okay. Wir müssen aufpassen, ne, dass die Alte hier irgendwo rumspringt, ne? Also, du weißt, wen ich meine. Die Margaret, oder wie heißt sie? Margaret, wo bist du denn? Zeige dich! Oh, wie gut! Ist das gut hier mit dem Eingang und so, ne? Ich bin hier im Kreis geschwommen und dachte mir, wo komme ich denn hier rein? Margaret, ich habe ein Messer, ja? Pass bloß auf. So, hier geht's rein, oder? Ja. Stark. Oh, guck dir die... Alter Vater, da ist er halt. I told you to stay off my land. You trained that thing? Next time I let him tear you to ribbons, Altera. I'm not with Altera. I'm Robin Ayu. I'm looking for information about my sister Sam. I think you might have crossed paths. Bull crap. I suggest you take the time you need to come to your senses and then get off my sea base. Bist du ein Hund? If you're not Altera, why don't you disable that damn tracking satellite tower instead of barging into my sea base? Maybe once Altera's off my back, I'll remember something about your sister. There's some junk on that table that might help. I couldn't get it to work. Okay. Geile Bude, sag ich nur. Ich will so einen Hund! Guck dir den an, wie gut ist der denn? Oh, jetzt passt er auf, dass ich nicht durch die Tür gehe hier. Okay, Scanner. Testüberbrückungsmodul. Noch was? Hier? Schneefuchs? Oh, guck dir das an. Können wir den Schnee fahren oder was? Fragment einer großen Glaskuppel. Oh, wie gut.
Ich will auch das. Ich will das. Bin ich jetzt erschrocken gerade, ne? So, was war da? Ach, der Hund. Was? Keine Energie. Ja, Moment. Moment. Von wegen keine Energie. Dir werde ich helfen. Zum Glück habe ich die die Batterien dabei, ne? Oh, wie gut. Schneepirsche. Los, dich nehme ich noch mit. So, Leute, und dann würde ich aber sagen, weil jetzt sind wir echt schon bei einer Dreiviertelstunde gleich, Folgenlänge. Wir versuchen das ein bisschen einzuhalten, ne? Also ich will hier nicht mega Überlängen haben. Und das ist jetzt ein perfekter Cliffhanger für die nächste Folge, ne? Wir machen hier direkt an dieser Stelle weiter, ja? Also ich bewege mich jetzt keinen Zentimeter. Wir machen genau an dieser Stelle zur nächsten Folge weiter. Wir sind bei unserer neuen Freundin angekommen mit ihrem Mega-Hund oder was auch immer das sein mag hier, ne? Haben wir ja gerade gescannt. Vielleicht können wir den jetzt selber irgendwie erschaffen oder züchten oder was auch immer. Ich will auf jeden Fall so einen komischen Hund. Und dann erkunden wir hier weiter, ne? Also hier ist, also allein in dem Raum sind bestimmt noch Dinge, die wir mitnehmen können. Und dann bin ich mal gespannt, was passiert, wenn ich mich dem Vieh nähe. So, mehr gibt's in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. So.